Ja, der VfB Stuttgart verliert in Köln mit 0:1. Sebastian, und es war denkbar knapp, denn es fehlten nur wenige Minuten, um wenigstens einen Punkt aus Köln zu entführen. Ja. Wie enttäuscht bist du, dass der VfB Stuttgart jetzt über die Winterpause hinweg auf Platz 16 überwintert? Ja, mir ist der Tabellenplatz gar nicht so wichtig, denn wir haben ja gesehen, es ist da unten unfassbar eng in der Tabelle. Und eigentlich ist es egal, ob du jetzt 16. oder 14. bist. Viel enttäuschender finde ich, dass du in Köln eigentlich 88 Minuten lang gut mitspielst, gut dagegen hältst. Das ist ein klares 0-0-Spiel und dann lässt du halt wirklich so billig dir noch diesen Punkt wegnehmen durch einen klassischen Modest-Treffer, der da im VfB-Fünfer steht gegen, ich glaube, 4 VfB-Gegenspieler, sonst kein Kölner. Und dann holst du in der 88. Minute noch den Treffer ab und verlierst das Ding in Köln. Gehst jetzt mit gesenktem Haupt in die Winterpause auf dem Relegationspass. Hätte nicht sein müssen. Also das war ein 0-0-Spiel und ich finde, du musst das Spiel dann auch mit 0-0 irgendwie nach Hause kriegen. Ja, gebe ich dir recht. Es war der Knockout in der letzten Minute sozusagen. Und ich glaube, mit dem Punkt hätten alle leben können. Sowohl auch die Köln. Ja, man muss es so sagen. Ja. Und der VfB allemal. Man wäre mit 18 Punkten einfach dann in die neue Saison gegangen. Ich glaube, 18 Punkte aus den ersten 17 Partien. Wenn man berücksichtigt, wie schwer es auch für den VfB teilweise war, eine vernünftige Mannschaft zusammenbekommen, dann wäre das eigentlich ganz okay gewesen. So gehst du mit 17 Punkten in die neue Saison, hast gleich eine Hypothek, die du mit dir rumtragen musst. Ja. Dann gleich in Fürth, die wollen natürlich auch nachlegen, haben zuletzt eigentlich wieder, ich sag mal, in die Spur gefunden für Fürther Verhältnisse. Das wird kein leichtes Spiel. Oh ja. Und der VfB muss aus meiner Sicht jetzt wirklich dann auch das ein oder andere Spiel gewinnen, das man vielleicht sonst nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Spiel. Was mich da gestört hat, war, dass der VfB über 90 Minuten eigentlich nie wirklich zwingend vors Kölner Tor kam. Ja. Man hat vieles wegverteidigen können. Ja? Auf der anderen Seite hat sich Köln auch nicht ganz so clever angestellt, wie das eigentlich in den zurückliegenden Spielen der Fall war. Also auch die Kölner eher, sag ich mal so, mit Halbgas unterwegs. Der VfB auf der anderen Seite... Das war nichts, muss man einfach so sagen. Offensiv zu wenig, defensiv gerade das, was du erwarten darfst. Leider nicht über 90 Minuten. Und das ist das, was mich am Ende dann natürlich wütend macht. Du hast einen Gegner, der nicht so viel Gefahr ausgestrahlt hat über 90 Minuten und kannst auf der anderen Seite den nicht mal irgendwie vor schweren Aufgaben stellen. Entschuldigung, ja, ich muss jetzt husten. Genau, aber ist tatsächlich so. Also das ist ja wirklich auch zum Husten, was der VfB geleistet hat. Einen einzigen Schuss aufs Tor. Auch die Kölner haben nur 3. Aber ja, no shit, wenn du halt nicht aufs Tor schießt, dann kannst du das Spiel auch nicht gewinnen. Und wenn der Gegner auch wenige Chancen hat, aber eine davon reinmacht, dann verlierst du am Ende auch. Und das ist halt wirklich ärgerlich. Also es war wirklich zum Jahresausklang ein sehr, sehr fast schon langweiliges Spiel. Man muss dazu sagen, man musste sich schön saufen. Ja, wir waren nicht immer komplett fokussiert auf Spielgeschehen. Aber ich glaube auch, wenn man sich nochmal anguckt, das war jetzt wirklich kein besonders aufregendes Spiel. Die ersten 10, 15 Minuten ließen anderes erhoffen, aber danach ist es wirklich sehr, sehr abgeflacht. Keine der beiden Mannschaften hatten zwingende Torchancen. Klar, die Kölner mit, ich glaube, 2 Treffern sogar, die aberkannt wurden, zu Recht meiner Meinung nach. Aber der VfB hatte eigentlich keine richtige Torchance und das ist halt einfach zu wenig. Ich möchte auch kritisieren, dass die Spieler, die heute die Chance bekommen haben, von Beginn an zu spielen, Matteo Klimowicz und auch Chris Führig, vielleicht sich nicht so aufdrängen konnten, wie ich mir das gerne erwünscht hätte. Also gerade in Matteo Klimowicz, wir sprechen so häufig über ihn. Und es ist natürlich immer fies, sich gerade einen jungen Spieler rauszusuchen, über den man dann auch immer wieder schimpft. Möchte ich auch gar nicht so sehr tun. Aber irgendwann muss der Punkt mal kommen, wo Matteo Klimowicz einfach dann diese Möglichkeiten nutzt. Damit meine ich jetzt einfach erstmal, dass er in der Startelf steht, um sich aufzudrängen. Das sehe ich nicht. Auch nicht neben Philipp Förster, der heute auch nicht sein bestes Spiel absolviert hat. Von Matteo kommt zu wenig. Man muss natürlich dann auch die Frage stellen, ob der Trainer hier die richtige Aufstellung gewählt hat, ob es nicht andere Optionen gab. Silas vielleicht noch nicht ganz fit. Aber vielleicht hätte man trotzdem mit Nate beginnen können, der natürlich auch aus einer Verletzung rauskommt. Da sind wir wieder bei der Thematik. Der VfB hat halt einfach ein solchen Jahr hinter sich jetzt. Also viele Verletzte, immer wieder Ausfälle. Dann natürlich auch im Verein noch Querelen, jetzt mit Sven Mislintat und so. Das färbt vielleicht auch bisweilen auf die Mannschaft ab. Ich möchte es nicht als Ausrede gelten lassen, genau, aber es ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, aber wenn du nach 88 Minuten 0-0 in Köln spielst, dann musst du das Spiel nach Hause bringen, egal welche Querelen es gibt, egal wer verletzt ist. Also du hast noch 3 Minuten auf der Uhr und du musst das 0-0 irgendwie über die Zeit retten. Und das hat der VfB erneut mal wieder nicht hinbekommen. Das ist halt einfach schade. Und erneut stehen wir hier, sind enttäuscht ja. Und müssen sagen, okay, vielleicht wird es dann 2022 besser. Ich sage, die Punkte 17 sind jetzt nicht unbedingt so wenig, dass man sagen muss, okay, das wird auf keinen Fall mehr was. Der VfB hat eine gute Mannschaft, der VfB hat einen guten Trainer und das ist die Hoffnung für 2022. Bringt das Potenzial auf den Rasen und dann wird der VfB Stuttgart auch wieder Spiele gewinnen. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, guten Rutsch, bis dann. Ciao. Ciao.